So Leute, ihr seht, ich sitze mit einer Kamera, mit einer GoPro auf der Couch. Ich wollte ein Star Wars Reaction Video bringen, habe den Trailer angesehen und sah dabei ungefähr so aus. Deswegen mache ich etwas anderes. Ich mache etwas, das mich wahrscheinlich bei all den Star Wars Liebhabern im Internet unbeliebt macht. Ich rieche mich mal über diesen Trailer auf oder über diesen Teaser-Trailer. Denn um ehrlich zu sein, bin ich schon maßlos enttäuscht. Nicht von Star Wars, weil der achte Teil, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Und ich freue mich auch immer noch drauf. Selbst dieser Trailer nimmt mir meine Freude nicht. Nein, ich bin maßlos enttäuscht davon, dass man sich offensichtlich bloß noch zurücklehnt und sagt, ey, wir können eh machen, was wir wollen. Wir können eh Bilder aneinander klatschen, wie wir wollen. Wir haben ja die Star Wars Lizenz und wenn am Ende Star Wars draufsteht, stellt eh keiner mehr Fragen. Wenn du die Star Wars Lizenz nicht hättest, wenn am Ende hier nicht Star Wars stehen würde, dann würde ich nicht wissen, warum ich diesen Film gucken soll. Es sind aneinander geklatschte Bilder. Natürlich setzen die voraus, dass wir Star Wars kennen. Das ist mir auch klar. Es sind aneinander geklatschte Bilder, die im Endeffekt sich locker leicht zurücklehnen und den Trailer, den Teaser-Trailer von Episode 7 nochmal zitieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, bei meiner Review zu 7 und zu Rogue One, es ist geil, ich habe Bock drauf, aber es ist Luft nach oben. Aber hier sieht es schon wieder so aus, als ob man sich auf seine Star Wars-Lizenz verlässt und diesen Raum nach oben nicht erobern möchte. Und das geht mir, langsam geht es mir ein bisschen auf die Nüsse, dass man offensichtlich, wie gesagt, sich zurücklehnt und sagt, ey, wir machen Star Wars, da brauchen wir im Endeffekt, wir brauchen doch gar keine neuen, wir brauchen keine coolen Ideen, wir brauchen keine Überraschungen, denn, hey, am Ende labeln wir das und dann hast du das gut zu finden und dann hast du dich auch im Netz nicht drüber zu beschweren und dann hast du auch supergeile Trailer-Reactions abzuliefern und in diesen Kanon möchte ich mich dieses Jahr einfach mal nicht einreihen, denn meine Trailer-Reaction ist nicht supergeil. Der ganze Trailer fängt an mit dem Fade aus dem Weltall und wir bekommen mit, dass es nicht das Weltall ist, sondern ein Felsbrocken und bap, platscht Rey ins Bild. Und allein da war es dann bei mir schon mit der Hellhörigkeit, also sagen wir mal so, mit der Aufmerksamkeit vorbei und ich wurde hellhörig. Denn das ist genau rein vom Timing her dieselbe Sache, die sie schon im Teaser-Trailer zu Episode 7 abgeliefert haben. Mag ein Gag sein, aber das wurde dann schnell unlustig, weil ich habe dann schnell oder man bemerkt schnell, dass man sich eigentlich bloß wiederholt. Das macht man mittlerweile ja auch in dem Titel. Alle haben ja bei diesem Titel Plural oder Singular mit The Last Jedi, jetzt wissen wir, es ist Plural, die letzten Jedi, haben wir da gerätselt, was könnte es sein und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wie kann man sich denn so lange über so einen Titel unterhalten? Früher konnte ich es ja noch verstehen, hätte ich es verstanden, da waren ja wenigstens die jeweiligen Poster noch unique, aber das ist ja im Endeffekt hier bloß immer das Gleiche. Ja, es steht bloß irgendein anderer Satz dazwischen. Also ganz ehrlich, egal. Man wiederholt sich schon in der ersten Sekunde und dann geht es wieder weiter. Im Trailer wird wieder gesagt, da ist Licht, da ist Dunkelheit. Das hatten wir im Trailer davor auch schon. Light. Darkness. And the light. Genau das gleiche, dann der Moment, wo die Fanfaren ertönen, im Original, also in Episode 7, war es ja eben der Millennium Falcon und es war auch so ein Moment, so ein richtig geiler Moment, nach all den Jahren, den Falcon wiederzusehen. Diesmal ist es auch so, die Fanfaren ertönen und wir sehen andere Raumschiffe, so Speeder-Raumschiffe, die über die Wüste fahren. Es sind schon wieder neue Raumschiffe im Film, die sowas von nach, wir wollen neues Spielzeug verkaufen, stinken. Ich möchte, hoffentlich sind die im Film später dann auch, haben die auch einen Sinn und Zweck für den Film und sind nicht einfach bloß irgendwelche neuen Raumschiffe. Damit ertönen die Fanfaren und wir sehen, glaube ich, im Trailer 3 oder 4 Einstellungen von dieser beschissenen Insel. Also ganz ehrlich, der Trailer streckt sich wirklich mit 3 Establishing Shots von dieser Insel lang hin. Nimm's mal bitte auseinander, wirklich. Der zeigt überhaupt nichts. Wenn jeder andere Trailer dieser Welt seinen Film verkaufen will, indem er 20 Establishing Shots von einer Insel zeigt, würdest du sagen, ich will diesen Film nicht sehen. Star Wars kann es sich erlauben und das geht überhaupt nicht. Dann, ganz klar,
kommen ganz offensichtliche Sachen. Wir sehen Finn, wie er rumliegt. Okay, wir wissen, Finn kommt wieder. BB-8, Ren, Phasma. Wir sehen also alle Darsteller nochmal, dass sie wiederkommen. Hat aber auch jeder erwartet. Und wir sehen die Trainingsmontage oder ein paar Trainingssequenzen, wie eben Luke Rey trainiert. Hat auch jeder erwartet. In den Trailer sehen wir also alles, was wir im Prinzip von Episode 8 erwarten. Und das ist genau das, was mich ankotzt. Denn man sagt im Prinzip, hier, wir haben unser Star Wars Label, wie gesagt, wir drücken das drauf und wir können uns eh erlauben, was wir wollen und wir liefern wirklich den generischsten Scheiß ab, den jeder erwartet. Und das sagt mir dieser Trailer. Du bekommst, was du erwartest. Und was ich jetzt eben nach diesem Teaser-Trailer erwarte, ist generischer Star Wars Scheiß. Es wird irgendein Charakter sterben mal wieder, wahrscheinlich, es wird der dunkelste von allen sein. Aber bitte, Leute, ihr habt doch alle Möglichkeiten und alles Geld der Welt. Jetzt macht doch mal was aus eurem, wie Rich Evans schon richtig sagt, sehr limitierten Universum. Dieser Trailer verkauft mir im Prinzip das Gleiche nochmal. Und wenn sie wollen, dass ich die nächsten 6, 7 Teile daran bleibe und mir Star Wars angucke, dann bitte nicht so. Nicht so. Es ist nicht gleich cool, nur weil Star Wars draufsteht. Und dieser Trailer hätte keinen anderen Film außer Star Wars verkauft. Jeder andere hätte sich, wie ich sie vorhin präsentierte, gelangweilt hingesehen oder den Trailer weggeskippt und sich gesagt, weiß ich nicht, guck ich Valerian. So, bin sauer. Aber ich gucke mir trotzdem an, ist 10 von 10, Star Wars, 10 von 10, 10 von 10 Punkten. Ich weiß, alle Star Wars-Fans da draußen werden mich jetzt hassen. Aber ich bin eben weil ich da so mit Herzblut eigentlich auch Star Wars-Fan bin, muss ich sagen, aber bitte versaut's nicht. Ja, das ist jetzt nicht, es ist überhaupt kein Hate meiner Seite gegenüber Star Wars. Im Gegenteil, es ist einfach auch diese Erwartungshaltung, die ich habe, die so hoch ist und die jetzt schon mit Episode 7, ihr habt meine Review, guckt euch meine Review an, so ein bisschen strapaziert wurde und auch mit Rogue One so ein bisschen strapaziert wurde. So, ich sag's immer in beiden Reviews, dieser letzte Funke von Eigenständigkeit, von jetzt haben wir mal was Neues geschaffen im Star Wars Universum, der fehlt mir einfach und der muss ran. Es muss ein Imperium schlägt zurück geben, jetzt im nächsten Teil. Es muss diesen Film geben, der im IMDb fucking doch mal, ob es Star Wars ist oder nicht, in der Top 10 ganz oben steht. So ein Film braucht die Reihe jetzt und nicht irgendeine Fortsetzung, die geil ist, weil Star Wars draufsteht. Fuck you, Alter. So, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Ostermontag. Ha? Ha? Ne? Haut rein, ne? Ne? Bussi. Ja. Tschüss.